Was ist denn los mit unserer Welt, hä? Geht's denn auch so, dass sie sich ab und zu Dinge, ich weiß jetzt auch nicht, spielen die Züge, spielen die anderen? Na, bis vor ein paar Jahren war dann alles halbwegs friedlich und still. Auf einmal fängt die ganze Welt zum Laufen an. Jeden Tag schäbert sie irgendwo anders. Politiker faseln völlig hilflos irgendwas von Weltoffenheit und Toleranz, während im Wochentakt irgendwelche selbsternannten Gotteskrieger irgendwelche Unschuldigen abschlachten. Du kommst dir ein bisschen vor wie beim Untergang der Titanic. Du stehst da und denkst, sag mal, könnte es sein, dass wir untergingen? Und dein Nebenmann weist dich zurecht. Sie sind wohl etwas eisbergfeindlich, Frau Gruber. Der Meinungskompass der Öffentlichen hat sich um 180 Grad gedreht, sodass Leute, die eigentlich konservativ-liberal wie ich denken, sich plötzlich am rechten Rand der Gesellschaft wiederfinden. Und denkst du, sag mal, was ist denn passiert? Wann ist denn bitte aus normal ewig gestrig geworden? Und wann, verdammt nochmal, ist der gesunde Menschenverstand ersetzt worden durch eine Diktatur der Toleranz? Und das Lustige ist ja, dass die Leute, die immer uneingeschränkt Toleranz einfordern, keine andere Weltanschauung dulden, außer ihre eigene. Ich liege oft